Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Space Engineers. Wir stellen jetzt hier gerade noch fleißig unsere interne Panzerung her. Das wird auch, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Ein Teil werde ich mir mal schon mal krallen. Den können wir hier verbauen. Dann haben wir hier das wenigstens schon mal so ein bisschen weg. Wir sind nämlich hier noch fleißig dabei, unser Abrissschiff zu bauen. Und jetzt will ich mal gucken, ob sich da hinten vielleicht wirklich ein Private Sail verbirgt. Ist schon mal Kreissäge angesetzt. Energie schnell getankt. Na. Komm. Und auf geht's. Ich weiß halt nicht, ob das ein Private Sail ist oder ob wir da jetzt gerade voll in eine Falle reinrattern. Und diese blöde Antenne. Aber so von der Namensgebung her, was soll's denn sonst sein? Aber wir kennen ja mein Glück. So. Übrigens zu den Mods, die ich das letzte Mal erwähnt hatte. Was haltet ihr eigentlich davon? Es gibt so einen Mod für hydrophobische Pflanzen, für einen hydrophobischen Gartenalkram, also sprich Pflanzen und ähnliches. Findet ihr das sinnvoll, wenn wir das reinbauen oder eher nicht so, weil theoretisch, wenn der Mod dann irgendwann unsupported ist, hätte man ja dann das Problem, dass ihr... Alter! Ja. Ich hatte eben was von wegen mein Glück erzählt, ne? Okay, merke. Private Sail mit einer Antenne ist nicht gut. Ja, das Gute ist, wir haben ja nichts dabei gehabt. Außer das Ding hier. Ja, außer das Werkzeug. Aber das war ja jetzt echt assi. Ja, und die Teile kommen auch immer näher. Das ist ein bisschen blöd. Deswegen bin ich auch schon länger so ein bisschen am Überlegen, ob wir mal eine Außenverteidigung bauen sollten oder nicht. So, Laserkanonen gibt es ja nicht wirklich. Aber wir könnten halt so eine Gatling-Kanone hier dran bauen. Übrigens, das ist auch neu, Kamera und Sensor. Damit können wir dann halt Gebiete überwachen und gucken, ob da irgendwas Verdächtiges ist oder nicht. Ist eigentlich ganz cool, das werden wir wahrscheinlich auch machen. Mit den Sensoren ist halt so ein anderer Ansatz, man kann halt hingehen und zum Beispiel ein Gebiet so überwachen, dass man, wenn man im Gebiet, oder wenn man ins Gebiet geht, dass dann, pardon, dass dann in dem Moment ein Event ausgelöst wird, wie zum Beispiel eine Lampe eingeschaltet oder ähnliches. Finde ich eigentlich ganz cool. Dann werden wir wahrscheinlich auch mal ein bisschen mehr mit betreiben. Hier bei dem Schiff bin ich mir übrigens noch gar nicht sicher, wie ich es machen will. Auf der einen Seite würde ich das ganz gerne als Bergbauschiff vielleicht auch nehmen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ganz cool, wenn man das hier weiterhin als Abrissschiff nutzen. Ich bin mir da echt noch nicht so ganz so sicher. Und 20 Anzeigen, das kann rüber. Erst ein paar Stahlplatten brauchen. Nehmen Sie mal auf Verdacht mit. Nee, brauchen wir nicht. Aber die erste... Der erste Frachtcontainer ist fertig, das ist das Gute. Ja, der zweite wird auch schnell fertig. Das
heißt, so langsam wird's was. Da fehlen uns die Computer. Computer, Motor und Anzeige. Das haben wir. Anzeigen haben wir noch ein paar da. Computer und Motor ist jetzt hier nicht so. Ja, da haben wir welche. So, besser als nix. Und die Stahlplatten nehmen und für die interne Panzerung später. Da fehlt interne Panzerung. Und Herstellungskomponenten. Haben wir da noch welche? Da sind ein paar, ja. Doch, das reicht. So, du bist fertig. Du jetzt. Und du wirst hoffentlich jetzt fertig. Ja, nicht ganz. Ein Computer fehlt. Auf die Schnelle einfach so viel mitgenommen, wie halt geht. Und jetzt zimmern wir das Ding hier zusammen. Okay, das passt. Jetzt haben wir hier noch ein kleines Förderband. Und noch so ein Förderbandrohr. Die Teile montieren wir mal da. Und ausfallsicher nochmal hier oben. Das heißt, wir können an zwei Ecken anecken. Und es funktioniert trotzdem noch alles. Okay, interne Panzerung. Acht Stück ist nicht so viel. Aber wir haben ja auch noch die Computer dabei. So. Bisschen besser, nicht viel, aber ein bisschen. Ich baue im Prinzip immer alles gerne ausfallsicher, das heißt, wenn uns ein Teil wegfliegt, dann haben wir natürlich noch ein zweites, mit dem wir arbeiten können. Und die Wahrscheinlichkeit natürlich, dass... Mist. Die Wahrscheinlichkeit natürlich, dass beide Teile wegfliegen, ist ja doch deutlich geringer. Wobei, wenn man da einmal ungünstig anecken, kann das halt auch so passieren. So. Zack, zack, zack. Okay, interne Panzerung, haben wir schon gedacht. Ich hoffe, das Eisen reicht noch. Sonst müssen wir da demnächst nochmal eine kleine Mining-Folge machen. So, das flanschen wir da schon mal dran. Da. Ja, das wollte ich eh nicht. So, dann können wir das hier durchzimmern. So, die Schweißgeschwindigkeit ist jetzt noch nicht allzu hoch. Könnte ich eigentlich auch mal höher machen, wenn ihr wollt. Ich habe die jetzt auf realistisch eingestellt, was auch mal realistisch heißt. Ich habe eigentlich noch niemanden ein Förderband in so kurzer Zeit zusammenschweißen sehen. Und wenn doch, dann würde ich das gerne mal sehen. Das wäre bestimmt auf YouTube einmalig. Nee, ernsthaft, also ich bin mir nicht sicher, ich lasse es jetzt erstmal auf realistisch. Aber ich denke mal, das ist verkraftbar. Zumal es dann noch mit dem Energiehaushalt dann schon ein bisschen
interessanter ist, weil man da halt auf jeden Fall aufpassen muss, dass man nicht zu lange irgendwo rumschweißt und dann der Saft einfach ausgeht und mein kleiner Ingenieur hier einfach im All zurückbleibt. Okay, Herstellungskomponenten sind mir gerade eben ausgegangen. Haben wir noch welche, denn hier rumfliegen? Hier eher weniger. Und hier? Wahrscheinlich auch nicht. Verdammt. Dann stellen wir da mal ein paar Stück her. Hier auch nochmal welche. Und dann kann der auch nochmal ein paar Triebwerkskomponenten herstellen. Und der hier könnte eigentlich... Wie viel hatten wir noch? Ah doch, das sollte reichen. Der könnte eigentlich hier auch mal davon ein paar Stück herstellen. Kobalt habe ich jetzt natürlich nicht so viel hier. Oder? Da jetzt echt nicht so viel. Da wird gerade Uran verarbeitet. In der Raffinerie fliegt auch nicht allzu viel Kobalt rum. Hier ist noch ein bisschen was. Ja, machen wir das mal so. Das ist wenigstens, ich mag das nicht, wenn diese Warteschlangen so riesig sind. Mal wenigstens hier nochmal ein bisschen Kobalt. Und die Raffinerie hier, die könnte eigentlich auch nochmal was. 3K, ja, das ist doch in Ordnung. Besser als nix. So, hier, das nehmen wir mit. Die ebenfalls, die reichen zumindest, dass wir mal so ein paar Sekunden hier nochmal in Ruhe bauen können. Ah, Motor haben wir bestimmt auch nicht mehr so viele. Ich befürchte, wir müssen da echt bald mal wieder gezielt auf Ressourcenjagd gehen. Ja, da sind die Motoren gerade alle. Wir verbauen wenigstens hier noch die Reste. Damit wir im Inventar wenigstens ein bisschen Platz gewinnen. Ja, ich muss mal gucken. Also wir müssen wahrscheinlich echt mal ein bisschen auf Ressourcenjagd gehen. Da bietet sich natürlich ein größerer Miner an. Das ist das eine. Auf der anderen Seite... Na, ich bin mir da nicht ganz sicher. Den Miner oben vergrößern sollte eigentlich nicht so schwierig sein. Brauchen halt ein paar kleine Ressourcen noch, aber ich will halt die Anzahl der Bohrköpfe verdoppeln, Minimum. Vielleicht auch noch ein bisschen mehr als verdoppeln, dass wir dann statt 4 vielleicht, also Minimum 8 und vielleicht auf 12 hochkommen. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Ich will halt auf gar keinen Fall, dass wir immer so ewig brauchen, um Ressourcen zu holen. Aber das Verarbeiten der Ressourcen braucht natürlich auch schon wieder eine ganze Zeit. Und wenn wir jetzt den alten Miner nehmen... Das klingt fast wie eine Idee. Also mit dem Miner ein paar Mal nach da oben Ressourcen holen. Wenn wir genügend Ressourcen haben, dass wir... hier noch einen, den hier ausbauen können. Zum größeren Miner. Bauen wir alles, was wir da dran haben, da dran. Und haben ein deutlich größeres Schiff. Wäre natürlich auch keine schlechte Idee. Aber vorher würde ich eigentlich ganz gerne noch was anderes machen. Und zwar...
Spark Furnace? Was ist das denn? Raffinerie Assembler. Ist das ein Miner gerade unterwegs? Der interessiert mich aber erstmal nicht so allzu sehr. So sieht der Assembler aus. Ah, okay. So, genau. So soll er aussehen. Das sieht auch irgendwie schon besser aus. Dann setze ich da mal Stahlplatten. Da, Stahlplatten. So, dann setze ich hier nochmal einen hin und da nochmal einen hin. Und die werden vorne dann später miteinander verbunden. Und was zur Hölle ist das hier eigentlich? Vor allem, wie sieht das eigentlich aus? Was steht da dran? Blast Furnace. Mhm. Keine Ahnung, was das macht. Umso mehr will ich es eigentlich bauen. Und was ist vorne, was ist hinten? Ich glaube, das ist hinten. Keine Ahnung. Ja, das heben wir uns noch auf, aber das hier brauchen wir auf jeden Fall noch. Und zwar... So. Und für die Raffinerie legen wir jetzt auch gleich erstmal los. Da brauchen wir da ordentlich Stahlplatten. Aber das Gute ist, wir haben natürlich eine riesige Menge jetzt schon an... eine richtig große Menge hier an Raffinerien. Ressourcen. Dementsprechend können wir hier auch ganz gut loslegen. So, wenn die da schon mal herstellen, klauen wir uns das, was hier so hergestellt wird. Und guck mal, dass wir hier schon mal ein bisschen was verbaut bekommen. So, Stahlplatten haben wir gerade nicht. Ach, Panzerglas. Ach stimmt, das stellen wir auch noch her. So, und der macht... Ach nee, nicht doof. Stahlplatten brauchen wir. Welcher Frachtcontainer hat denn noch Platz? Der hat Platz. Nämlich mal gucken, dass wir noch so viel wie möglich raushauen können. Aber wenn wir jetzt losfliegen sollten, möchte ich eigentlich nicht, dass wir irgendwie die Maschinen hier unnötig laufen lassen müssen. So, Eisen haben wir noch. Refinery, die stellt hier Kobalt her. Die andere Refinery, wo ist die? Ich suche die auch immer, wie immer nur einmal und das ist immer. Das ist Refinery 1. Da ist 2. So, dann haben wir nämlich nochmal ein bisschen Eisen weg. Uran braucht noch eine ganze Zeit. Ja Mensch, würde ich sagen, erstmal schnell Energie tanken. Das ist Punkt 1. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht unsere Solarkollektor noch mal ein bisschen erweitern. Würde sich ja eigentlich auch noch mal anbieten. Schließlich haben wir so eine uranlose
Quelle quasi. Bietet sich ja immer an, dass wir da so wenig wie möglich halt hier von Uran abhängig sind. Okay, das passt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao.